Liebe Brüder, liebe Schwestern der wundervollen Edgy-Gemeinschaft, herzlich willkommen wieder zurück zu Senua Kagura, Estimable Versus. Wir bewegen uns langsam aber sicher dem Ende der Hauptstory zu. Denn es steht jetzt der 7. Tag vor uns. Und ich glaube, es kommt ja noch Tag 8 und dann kommt das Finale irgendwann. Und zwar muss ich auch Danke sagen für die gesamte Unterstützung, die ihr diesem wundervollen Let's Play-Projekt gegeben habt insgesamt. Aber jetzt kämpfen wir diesmal als Ryobi gegen ihre Schwester. Okay, du kannst nie, nicht nur in Worten verfassen, okay? Ja, natürlich. Aber ich muss hier zwei Festivalplattformen hier kaputt hauen. Das wird definitiv ein Spaß werden. Genau. Ich lass dich dann im Garten liegen. Nette Grafikfehler, by the way, bei Ryobis Haar. Okay. Blieb, bitte, blieb, blieb, blieb. Zensur. Beep, beep, armer Sheep, beep, beep, armer Sheep. Kennt jemand das Lied von euch? Das habe ich irgendwann mal zufällig auf YT gehört. Ich habe auch das Video gesehen. Rede nicht darüber, sondern über dieses wundervolle Spiel. Ryobi. Oh, wir fangen direkt an. Ja. Also, habe ich dann wenigstens keine nervigen Shinobi-Crunts vor mir, sondern nur die gute Riona. Snipe-Shot! Ich mache nochmal einen Snipe-Shot. Ah, der ging daneben. Okay, ich werde mich schon mal verwandeln. Und die Shinobi-Verwandlung bewirkt, dass wir wieder unsere geheimen Ninja-Künste jetzt einsetzen können. Fuck. Das war jetzt natürlich nicht geplant. Dass das passiert. So. Beide haben sich schon mal verwandelt. Fuck. Was? Sie setzt ihre Attacke nochmal ein. Okay, take that. Putz. What the fuck? Die ist nicht ganz auf der ausgewichen. Ah, ich muss ja auch diese Dinger da hier kaputt hauen. Fuck, das habe ich ja völlig vergessen. Okay, ich gehe mal davon aus, dass ich hier irgendwo rein kann. Nee. Hier kann ich durch. Wunderbar, wunderbar. Das hätte ich beinahe verpeilt.
wo zum Teufel ist denn sie überhaupt? Okay. Ich kann eh nicht mehr lang. Ich sehe da hinten gefangen. So, ich muss eh nochmal darüber. Nochmal nach hinten. Latschen. Ich kann da durch. Wo ich sehe auch die zweite Festivalplattform. Okay. Ein bisschen mehr Freiheit hätte ich mir da doch schon gewünscht. Bei mehr Kunden. Aber egal. Muss sie echt zu fliegen kriegen hier. So, jetzt habe ich sie unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. So, nun kann ich ja auch meine Ulti auspacken. Okay, perfekt. Und schon sind die ersten 6 Minuten des Parts vorbei. Das freut mich für dich, dass es für dich sehr, sehr gut angefühlt hat. Auch wenn das jetzt sehr, sehr falsch klingt. Sagen wir mal so, es ist unentschieden, okay, zwischen euch beiden. Ja, moin. Bist du okay? Ich hab den Himmel gesehen. Oje, oje. Lol. Oh oh. Ja, Pleasure. Ich verstehe schon. You came at me so hard, I had to dig deep and come up. Oh shit! Das kann man durchaus falsch interpretieren. Oh oh, sie heult. Sie heult. No. Das treue Hundemädchen. Lyona,
それじゃ、行こうか。料理たちの気持ちをちゃんと伝えに、姉さんのところに。Let's go, würde ich sagen. Okay. Aina, ich bin wunderbar. Hat sich sogar gereimt, lol. Shinobi Girls hat Mission 4 Kafu. Ja, ich würde sagen, das heben wir für den nächsten Part auf. Ja, komm. So, wir machen direkt weiter mit der Story. Wenn es nicht allzu lange dauert, dann können wir auch im Shop ein bisschen shoppen gehen. Okay. Oh, die Ärmste. Ich glaube, sie sucht immer noch nach dieser einen Person. Nirgendwo auffindbar. Funktioniert das so nicht? Oh, pff, K. Vielleicht hat sie. Vielleicht hat sie das sogar überlebt. Oh oh. Nicht jetzt. Explodieren bitte. Auch Tanz! Das sieht. Oh oh. Es funktioniert nicht! Es ist wirkungslos! Okay, also Kleidungsstück ausziehen? Ja, warum nicht? Du bist dran, Kafuru! Kafuru, ich würde mich beeilen, das hier ist nämlich eine tickende Zeitbombe. Irgendwie ist sie schon cute, die Kafuru. Es hat Wunder. Es wirkt immerhin Wunder. Läuft bei dir? Oh oh. Haben wir schon wieder ein paar dieser Posten zu tun oder was? Okay, wie viel haben wir Zeit? Oder haben wir unendlich? Ich glaube nicht, dass wir unendlich lange Zeit haben. Zehn Minuten? Herr Kafuru. Puh. Ah, diesmal habe ich Verstärkung am Start. Warte, Kafuru kann sogar ihre Ulti einsetzen. Shinobi,
Ich würde sagen, eine Shinobi-Verwandlung würde jetzt hier durchaus Sinn machen, weil ich kann mit dem Aerial Rave quasi mehr Gegner damit ownen. Die machen hier ein Dual Area Rave. Okay. Er ist down. Ich bin aber gespannt auf die Ulti. Lass es ein bisschen Wasser regnen. Mit einer Wasserpistole. Okay, let's go. Okay. Können nicht die ganzen Gegner, aber ich glaube, das war jetzt Fail. Was da passiert ist. Delfinangriff. Da hinten ist ja noch ein Gegner übrig. Ja, der ist immerhin down. Okay, was haben wir hier? Noch ein paar Flachzangen zu vermöbeln. Da ist wieder so ein Alpha-Wolf-Gegner, ne? Ich glaube, ich sollte dich am besten loswerden. Okay, let's go. Okay, 400er. Kombo. Ulti. Achso, das ist der Staubsauger. Ich glaube, den haben wir doch schon mal eingesetzt. Okay, jetzt müsste down sein. Die anderen sind immer hinten am Fighten hier. Okay. Okay. Das war ganz gut. Ich glaube, das wird noch länger dauern, als ich gedacht hätte. Aber ich glaube, wir haben jetzt mit unserer Ulti ganz gut aufgeräumt. Jetzt nochmal. Hier auch nochmal aufräumen. Oh, das war's auch schon. Läuft. Okay, das war relativ easy. Ja, was jetzt? Hast du gerade Kagura gesagt? Ja, moin. Ihr könnt nichts mehr ändern.
Alles klar. Genau, einfach durch. Was denn? Ah, einen Ort haben die noch nicht abgesucht. Oha. Okay, welcher Ort ist es? Ja, egal. Eine B-Note. Resolution. Haben wir bekommen. Das heißt, im nächsten Part geht's weiter mit Kafarus Shinobi Girls Up Mission. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Hoch da, wenn nein, Daumen runter. Abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren nicht vergessen. Dann heißt es bis dann und ciao, meine lieben Leute.